Herzlich willkommen, nämlich hier am Vorwärtsstand auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, wir sind alle gut gelaunt, das muss ich mal sagen. Es ist aber auch wirklich ein Buch, Weil das sie muss ja gute. die Brötchen erst noch verdienen, die wir essen. Das ist Entschuldigung. ein Buch, das relativ gute Laune macht, finde ich. Man kann jedenfalls lachen, wobei einem das Lachen oft auch im Halse stecken bleibt. Und das ist sowas, eine Mischkalkulation. Wir reden über Der Sandkasten. Wir wollen ein bisschen im Sandkasten buddeln, wir drei jetzt hier. Ein Buch von Christoph Peters, erschienen bei Luchterhand. Christoph Peters ist hier bei uns, freut mich sehr. Er hat eigentlich ja Malerei studiert und ist dann aber doch 1999 gab es den ersten Roman. Ne? Und dann ging es literarisch weiter mit ganz, ganz vielen Dingen, die er veröffentlicht hat, hat viele Preise gewonnen, hat dann aber im letzten Sommer dann doch eine Ausstellung mal gemacht. Wird das weitergehen mit Ja, dieser Doppel? das ist immer weitergegangen. Ich habe nur ganz lange einfach nur für mich und privat gezeichnet. Ich habe gezeichnet, aber nichts gezeigt. Und jetzt irgendwie seit 1,5 Jahren zeige ich mal was, weil ich was gemacht habe und was mich selber irgendwie, was mir selber nicht peinlich ist und was mich selber interessiert. Ich zeichne japanische Teeschalen, die ich auch sammle, weil ich mich viel mit japanischer Teezeremonie, überhaupt mit japanischer Kultur beschäftigt habe und habe da so eine Form gefunden, die ich mag. Und also habe ich gedacht, kann man das jetzt auch mal zeigen. Und das geht jetzt weiter, ja, nicht so schnell, wie es Okay. sollte, aber das Verfahren ist auch langwierig. Naja, und schreiben geht ja auch ganz gut. Und das muss einem auch nicht peinlich sein, wenn man so ein Buch rausbringt. Mir hat es total gut gefallen, als ich es gelesen habe. Ich hab es eben schon erzählt. Ich hab das in der S-Bahn angefangen zu lesen und habe meine Station verpasst. Und das, finde ich, ist ein super Lob, oder? Wenn man schon gleich so drin ist, dass man denkt so, mein Gott, wo bin ich hier? Und ich weiß nicht, wie es Norbert Walter-Borjans gegangen ist. Ich freue mich, dass wir über dieses Buch sprechen. Ich finde, es ist genau die richtige Konstellation. Ehemaliger Parteivorsitzender der SPD und auch ehemaliger Finanzminister von NRW. Herzlich willkommen hier mit dem Buch und im Sandkasten. Ja, gerne. Ich streite mich gerne um Förmchen. Genau. Wie war es bei Ihnen? Wie haben Sie es gelesen? Also, die Anfangsszene ist ja, wir lernen also unseren Protagonisten kennen und der fährt in Berlin mit der Bahn. Und das macht er 50 Seiten lang. Wir lernen jede Station kennen. Es wird auch immer wieder gesagt, wo wir jetzt gerade sind. Man sieht das dann, wenn man Berliner ist oder mal schon da, sieht man das vor Augen und lernt unheimlich viel von ihm kennen während dieser Zeit. Wie haben Sie es empfunden? Wie haben Sie es miterlebt? Das war das Erste, was mich gepackt hat. Und zwar deshalb, weil ich zum einen ja weiß, dass Christoph Peters und ich aus der Region Niederrhein stammen, also schon die gleiche Heimat haben oder dieselbe Heimat sogar. Und als ich dann las, wo Kurt Siebenstädter mit seiner Bahn überall langfährt, stellte ich fest, das war da, wo ich jetzt in den 2 Jahren als Vorsitzender der SPD meine kleine Wohnung hatte. Das heißt also, mir hätte es auch gut passieren können, dass ich genau an diesen Haltestellen nicht ausgestiegen wäre, die in dem Buch benannt werden. Und das macht ja natürlich erst schon mal so eine Vertrautheit. Und wenn man dann so mitbekommt, wie jemand sich möglicherweise auf welche Quellen gestützt hat, um so einen launigen Roman zu schreiben, dann läuft wirklich noch mal so ein Kino ab, das nicht bloß die Geschichte in eine Szene setzt, sondern natürlich auch das Ganze drumherum, was man auch selbst erlebt hat in verschiedenen Stufen seiner beruflichen oder politischen Tätigkeit. Müssen wir vielleicht ein bisschen aufklären. Der Protagonist Kurt Siebenstädter ist Journalist. Und nicht nur das, er ist Moderator und nicht nur das, er ist Frühmoderator eines bundesweiten Radiomagazins. Es rappelt jetzt schon bei allen. Wer könnte das sein und wo ist das? Es gibt ja nur ein bundesweites Radiomagazin, was man morgens hören kann. Und dann, wer ist denn das? Ich habe 30 Jahre beim RBB gearbeitet und habe dann dieses Buch relativ vielen meiner KollegInnen empfohlen, habe gesagt, lies das mal, weil es kommt teilweise auch Kurt Siebenstädter, als ob ich den kenne von Ja. früher. Ja, also das ist so ein Typus, der möglicherweise jetzt nicht mehr so richtig hip ist, aber der war mal ganz, ganz groß und ganz da. Und wie sind Sie auf diesen Typus gekommen? Was fasziniert Sie an dem? Also der Ausgangspunkt war tatsächlich, dass ich selber 20 Jahre lang jeden Morgen von ungefähr 17:45 bis 19:45 die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk gehört habe, wo während der ersten 15 Jahre, glaube ich, nur Männer morgens die Fragen gestellt haben. Inzwischen sind, glaube ich, auch 2 Frauen dabei.
Und ich habe da so gemerkt, so im Laufe der letzten 10 Jahre, wie bei vielen dieser doch sehr pointiert investigativ fragenden Jungs, sich so im Laufe der Jahre sowas, die waren immer sehr kritisch, linksindividualistisch und anarchistisch. Man hat gedacht, das sind so Lebemänner, so Leute, die irgendwie aber auch so ein bisschen denken, Ironie ist wichtig, eine gute Pointe ist wichtig, alles andere interessiert uns nicht so recht. Und eigentlich haben sie sich auch als tolerant und liberal gesehen. Und da merkt man aber so im Laufe der letzten 5, 6 Jahre, dass so in bestimmten Bereichen so eine Art Alterskonservativismus sich breit zu machen scheint, von dem sie noch selber gar nicht wissen, dass der da irgendwie vielleicht ist. Und dann merkt man plötzlich, huch, die sind ja zum Vorsitzenden des Islamverbands viel, viel schärfer als zum Vorsitzenden der AfD. Da geht irgendwie so ein bisschen was komisch durcheinander. Und dann, ohne das jetzt an einzelnen Leuten festmachen zu wollen, dann habe ich gedacht, aber diese Entwicklung interessiert mich. Gleichzeitig bin ich selber dann irgendwann mal 50 geworden und habe irgendwie eine 19-jährige Tochter und gemerkt, ich bin gar nicht mehr der ewig Junge. Die jungen Leute sehen heute als junge Leute die Welt völlig anders als ich, der ich glaube, ich bin noch jung, die Welt sehe, und habe dann auch sozusagen mit einem kritischen Blick auf meinen eigenen einsetzenden Alterskonservatismus die Figur nochmal angeschaut. Und dann gibt es so 2, 3 Leute aus dem Zwischenbereich von Journalismus und Politik, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne, mit denen ich jetzt gar nicht groß recherchiert habe, sondern mit denen ich irgendwie im Sommer schon mal grille, in denen ich schon mal zusammen in Urlaub gefahren bin, und solange die nicht davon ausgegangen sind, dass ich darüber schreiben werde, erzählen die einem natürlich, was so passiert bei dieser und jener Gelegenheit. Und aus all dem hat sich dann eine Figur zusammengesetzt, über die ich schon lange schreiben wollte. Und dann habe ich die Köppen-Romane, vor allen Dingen das Treibhaus, vor 5 Jahren nochmal gelesen und gedacht, damit könnte man mal was machen. Ich weiß nicht, ob Köppen so allen bekannt ist. Das ist von 1953, das Buch. Und vielleicht müssen wir da, weil Sie ja sich darauf beziehen, vielleicht müssen wir dazu ein kleines bisschen was sagen, sodass wir die Verbindung herstellen können. Also Wolfgang Köppen war einer der wichtigen Autoren der frühen Bundesrepublik, hat, glaube 49 oder 50, 51, 52, 53, 3 Romane veröffentlicht, die sogenannte Trilogie des Scheiterns, die in dem Roman Tauben im Gras das Nachkriegsmünchen unmittelbar nach dem Ende des Krieges in den Blick nimmt, in einem sehr vielstimmigen Roman, in einem zweiten Roman das Treibhaus, die sich gerade konstituierende Bonner Republik mit extremer Schärfe und aber auch extrem frisch und wahnsinnig aktuell unter die Lupe nimmt, wie so die Verquickungen zwischen Journalismus, Politik, Wirtschaft, wie die ganze Mischpoke sich irgendwie zusammenrottet und wie eigentlich schon eine, naja, so eine Art Politikverdrossenheit aufscheint, die man eigentlich erst 20 Jahre später oder 30 Jahre später bei Helmut Kohl erwarten würde. Und alles das, es hat eine ganz große Frische. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, der setzt sich nochmal mit den alten Nazis zusammen auseinander. Und diese 3 Romane sind von Köppen sehr zeitnah geschrieben worden und haben lange Zeit so ein bisschen das Bild des Nachkriegsdeutschland in der Literatur bestimmt, neben Böll. Und eine weitere Verbindung ist ja, dass Sie den Köppen-Preis bekommen haben. Aber das ist jetzt nochmal so nebenbei, nur um es erwähnt zu haben. Als Politiker, das ist ja hier die andere Seite, die hauptsächlich beschrieben wird, aber die Politik wird natürlich auch beschrieben in vielfältiger Ausführung, auch mit Personen, die deutlich dargestellt sind, wo man so denkt, so, kenne ich den nicht? Und wie ist denn Ihr Verhältnis zu Journalisten oder zu den Medien gewesen? Haben Sie da in dem Buch was wiedererkannt? Also erstmal mag ich sehr diese Bücher. Ich kenne mehrere, einschließlich Köppen, aber noch einem anderen, über das wir eben gesprochen haben, in denen reale Politikerinnen und Politiker bis zur Kenntlichkeit entfremdet werden oder verfremdet werden. Das heißt, also man weiß ganz genau, wer gemeint ist, obwohl ein anderer Name gewählt ist. Und das macht natürlich einen Riesenspaß. Also hier in dem Buch sind es eben Karl Lauterbach, es ist Jens Spahn, es ist Lindner. Und das alles in der letzten Phase der Großen Koalition. Also Karl ist noch gesundheitspolitischer Sprecher in dem Buch und Spahn ist der Gesundheitsminister. Aber eben, man merkt eben doch eine Menge Realität in diesem Buch. Das ist erstmal ganz spannend. Und dann hat man ja im Roman immer ein bisschen die Freiheit,
sich auch so das eine oder andere auszudenken. Und jetzt kommt der Punkt, das Buch, das beschrieben worden ist aus den 50er Jahren, da ist die Hauptfigur jemand, der Journalist war, aber in den Bundestag gegangen ist, und zwar für die SPD. Und dann erkennt, wie schwierig Realpolitik ist, Fraktionszwang. Man geht mit Idealen in die Politik, muss aber bei Abstimmungen anders abstimmen und muss sich dem aussetzen, und damit kommt er auch nicht zurecht und scheitert daran. Hier ist es der Journalist, der in so eine Lebensphase kommt, merkt, er ist nicht mehr so hip, ist aber immer noch eitel und ist ja als Radiojournalist nicht jemand, den jeder auf der Straße am Aussehen erkennt, aber er ist immer stolz darauf, wenn man ihn an der Stimme erkennt. Und hängt dann eben zwischen einer Familie, von der er nicht mehr weiß, wie es läuft. Sie haben das von der Tochter beschrieben. Ich bin Vater von 4 Kindern. Ich kenne auch diese Diskussionen, auch über zu viel Abwesenheit. Und insofern finde ich, ist da unglaublich viel, manchmal auch sehr bittere Realität drin. Ich habe nur schon gesagt, ich habe hier gemerkt, dass Christoph Peters stärker den Einblick und den Rechercheschwerpunkt auf diesen journalistischen Betrieb genommen hat. Während damals in dem Buch eben diese politische Meinungs- und Willensbildung eine Rolle gespielt hat. Aber ich finde es total, ja, manchmal fühlt man sich ganz komisch wieder darin, weil man weiß, vieles läuft so. Und auch viele, ich sag mal, manche niederen Motive, die so eine Rolle spielen, denen begegnet man in diesem Geschäft. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Das Buch nämlich beschreibt einen einzigen Tag und eine Nacht. Und das ist der 9. November 2020. Warum gerade dieser Tag? Ja, das ist eine der Zufälligkeiten, die ich sozusagen zum... Ist das Ding noch an? Irgendeine der Zufälligkeiten, die sozusagen für mich für die Spielanordnung wichtig waren. Als ich mir den Roman ausgedacht habe, das war ungefähr 4 Jahre, bevor ich angefangen habe, ihn zu schreiben, hatte ich mir überlegt, ich will einen unmittelbaren Gegenwartsroman schreiben und der soll an dem Tag spielen, wo ich anfange, ihn zu schreiben. Und da Schreibabläufe bei mir zwar eine gewisse Kontinuität haben, aber natürlich trotzdem nicht maschinengetaktet sind, war für mich völlig unabsehbar, welcher Tag das sein würde. Ich konnte mich also nicht darauf vorbereiten. Und da eben tagesaktuelles Geschehen eine wichtige Rolle spielen würde, konnte ich mich sowieso nicht darauf vorbereiten. Ich hatte gedacht eigentlich, ich mache was über so eine gewisse gelähmte, bleierne Müdigkeit und Langeweile der späten Merkel-Jahre, der späten großen Koalition, wo sich irgendwie so alle im politischen Berlin irgendwie seit ewigen Zeiten kennen, wissen, was sie von wem zu erwarten haben und wie es weiterläuft und dann auch froh sind, wenn es jetzt bald mal vorbei ist und man eigentlich wieder was anderes anfängt. Und dann passierte eben diese Corona-Pandemie, mit der niemand gerechnet hatte, außer vielleicht jetzt die Leute, die irgendwie seit Jahrzehnten damit rechnen, dass irgendein Virus mutiert. Und eigentlich das, was ich mir so grob für den Roman visioniert hatte, funktioniert gar nicht mehr. Und ich musste komplett improvisieren. Und dann war es rein dem Arbeitsablauf geschuldet. Ich hatte noch ein paar Auftragstexte nach dem letzten längeren Text und habe 2 Tage mal nichts gemacht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt heute ist der Tag, wo ich diesen Roman anfange. Hatte nicht mal aufs Datum geachtet, sondern morgens, als ich dann die Deutschlandfunksendungen aufgezeichnet habe, gemerkt, ach ja, heute ist der 9. November, das hat auch noch was zu beschicken. War gar keine Absicht, liest sich aber natürlich so, als wenn das ein symbolisch wahnsinnig wichtiger Tag wäre. Aber es war einfach so. Okay, und dann für mich ist es so ein bisschen, hat so was Reportagemäßiges, weil es ja immer um diesen Tag geht. Ich erinnere mich natürlich auch an einige zeitgeschichtliche relevante Ereignisse, an andere nicht. Dann denke ich, okay, das wird dann wahrscheinlich an dem Tag tatsächlich passiert sein, dass Jens Spahn zum Beispiel in der Presse war, weil um den geht es ja relativ viel, obwohl der hier anders heißt. Aber der ist so deutlich beschrieben, dass man sofort weiß, ach ja, die Villa in Potsdam, klar. Ja, und klack, 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 da muss es gar nicht lange fallen und schon hat man. Und das Spendenessen für 9.999. Ja. 50 € kommt auch vor. Aber alles nur bei Jens Scheidchen. Das heißt, Sven Scheidchen. Sven Scheidchen, ja, ja, ja. Ja, und das ist auch tatsächlich so, dass das kommt ja eben nicht vor, weil so weit kommt Siebenstädter ja in seinem Interview nicht mehr, weil das ja dann abgebrochen wird. Also die eigentlichen heißen Informationen weiß er zu dem Zeitpunkt, die kommen aber nicht mehr in die Medien, die kommen erst sehr, sehr viel später in die Medien. Ja, klar.
Also unser Protagonist ist ja eigentlich süchtig auch nach Informationsmacht. Ne? Das ist ja das, was ihn antreibt. Er muss ganz viel wissen und dafür macht er unheimlich viel und versucht, Informationen zu saugen aus allen möglichen Dingen, um der Erste zu sein, der damit wiederum arbeitet. Aber dieses Arbeiten heißt natürlich auch Verrat, heißt bösartig sein, heißt Leute vorführen. Und ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen angeekelt von sich selbst. Ist er das? Ist er auf jeden Fall. Also er ist schon jemand mit einer gehörigen Portion Selbstekel und Autoaggression. Er mag sich selber eigentlich nicht. Er mag sich auch in seiner komischen, doch irgendwie unterkühlten Emotionalität allen gegenüber nicht. Gleichzeitig ist dieser skeptische Zynismus etwas, in dem er sich eingerichtet hat, mit dem er lebt, was auch ein bisschen die Grundlage seiner Karriere gewesen ist. Er war immer derjenige, der die forciertesten Fragen gestellt hat, der die Gesprächspartner am weitesten in die Ecke gedrängt hat dazu geführt hat, dass sie plötzlich sich auf den falschen Fuß erwischt fühlten und vielleicht dann ausnahmsweise mal was gesagt haben, was sie nicht vorbereitet hatten und vielleicht sogar gar nicht sagen wollten. Und wenn ich mir so Talkshows angucke, gerne nach Wahlen, aber auch irgendwie allsonntäglichen großen Politrunden oder irgendwie die Morgeninterviews im Deutschlandfunk, dann ist das ja so ein bisschen so ein Versuch, der, so wie ich das verfolge, dann inzwischen auch schon fast was Ritualisiertes hat, dass man versucht, jetzt doch nochmal eine Spitze da rauszuhauen, in der Hoffnung, dass jetzt doch nochmal irgendeine Information kommt, die ich auf keinen Fall erwarten konnte, was einfach sehr selten passiert, wodurch das Ganze manchmal auch was Ritualisiertes hat. Und ja, und Siebenstädter ist natürlich auch desillusioniert und er merkt auch eben, weil er das jetzt schon so lange macht, er ist auch Teil eines Demokratietheaters, nicht nur eines wirklichen Demokratieprozesses. Wir versuchen ja da alle dann immer beim Lesen herauszufinden, wer ist denn das? Ne? Die Namen sind anders. Und wir haben uns im Vorfeld, Norbert Walter Beuys, uns ja auch unterhalten, wer ist Maria Andriessen? Ja, das ist eine... Na, das ist SPD? Ja schön, das ist aber ja schön, dass wer ist es? Ja, wenn ich das kann ich da doch auch, es muss ja, ne? Wenn ich, ist doch gut, dass das niemand weiß, wer sie ist. Weil jetzt stellen Sie sich vor, ich meine, das ist ja auch eine Liebeserklärung an diese Frau und die würde das jetzt in der Wirklichkeit geben und dann würde die das lesen, was das alles nach sich ziehen würde. Also insofern, Maria Andriessen ist Maria Andriessen, sie ist irgendwie schön und sinnlich und ein bisschen üppig und hat das Herz auf dem rechten Fleck und ein loses Mundwerk und alles andere kann man sich dann zusammenreimen, wo man sie wiederfindet. Okay, gibt es vielleicht auch mehrfach, wer weiß, auch in der SPD. Ich möchte unbedingt sprechen über die Zentrale der Sozialdemokraten und da lese ich mal drei Sätze aus dem Buch vor. Die Zentrale der Sozialdemokraten war das mit Abstand blutigste Schlachtfeld in der Parteienlandschaft. Seit Jahrzehnten herrschte dort ein ununterbrochener Krieg aller gegen alle. Nirgends sonst wurden Animositäten, Fehden, Feindschaften mit solcher Leidenschaft gepflegt, Machtkämpfe derart unerbittlich ausgetragen wie im Willy-Brandt-Haus. Erkennen Sie es wieder? Alles wahr. Ich bilde mir ja ein, dass ein kleiner Beitrag meiner zwei Jahre gewesen ist, in dem, was daran vielleicht etwas sehr überzeichnet ist, aber auch daran wahr gewesen sein mag, dass das ein Stück auch sich verändert hat. Wird mir jedenfalls auch von vielen im Nachhinein noch bescheinigt, weil es galt jedenfalls damals, als ich anfing, wirklich so diese Sage, ob sie wahr ist oder nicht, aber dass immer Vorsitzende gekommen sind, Leute mitgebracht haben und gegangen sind und dann ein paar mitgenommen haben, aber nicht alle. Und so, dass man so die verschiedensten Generationen von Vorsitzenden, von Ex-Vorsitzenden wiederfand und eben entsprechend auch mit unterschiedlichen Positionierungen. Ich muss jetzt für mich sagen, die Art und Weise, wie Saskia Esken und ich zur Überraschung ja auch dieses Hauses Vorsitzende wurde und in das Haus kamen, hat da auch was verändert. Jedenfalls war das meine Einstellung und mein Gefühl, dass die Art der Zuarbeit, der Zusammenarbeit im Haus jedenfalls für mich aus meiner Sicht nicht so war, wie es jetzt in dem Buch steht. Aber die Geschichten, die ich gehört habe, haben mit der Darstellung, wie sie da steht, schon ein ganzes Stück mehr zu tun. Okay, also nicht nur Fiktion. In diesem Fall. Vielleicht gebe ich mich jetzt einer gewissen Illusion hin, man weiß es ja nicht. Aber ich glaube schon, dass wir da auch ein Stück was gemacht haben. Und insofern
habe ich schon gesagt, an anderer Stelle mit einem Satz kommen die zu dieser Zeit neuen Vorsitzenden auch vor, nämlich dass die Journalisten nicht viel darauf gezählt haben, dass es da jetzt so ein neues Vorsitzenden-Duo gab. Aber das war eben auch eine Sicht, der man oft begegnete und die auch ein ganzes Stück dem Ritual und der Inszenierung einer sozusagen einer Berliner Mediensicht geschuldet war, weil ich von unseren 23 Regionalkonferenzen ja mal gesehen habe, wie Journalisten in anderen Regionen des Landes das ganz anders eingeschätzt hatten, am Ende auch richtig. In Berlin wurde es falsch eingeschätzt und hat natürlich zu einer ganzen Menge von sozusagen von ja, Positionierungen geführt, dass man ja jetzt zeigen musste, es war eigentlich eine falsche Entscheidung, die die Mitglieder der SPD getroffen haben. Und das fand sich darin auch wieder. Und deswegen bin ich im Nachhinein eigentlich ganz zufrieden, wie sich das verändert hat. Und das hat auch diese Art der Arbeit im Willy-Brandt-Haus betroffen. Ja. Ich war ja nie im Willy-Brandt-Haus. Ich habe das aber tatsächlich, diese Beschreibung des Willy-Brandt-Haus als Schlachtfeld von zwei Leuten, die sich sehr nah am Willy-Brandt-Haus bewegt haben, aber unmittelbar. Obwohl es im Konrad-Adenauer-Haus und jetzt so ganz anders auch nicht berichtet wird. Nicht, aber es hieß halt immer, die SPD ist besonders zersplittert und irgendwie in ihrer Zersplitterung noch disziplinloser als die CDU. Kann sein, kann nicht sein. Ich meine, wenn ich mit Journalisten über solche Dinge geredet habe, irgendwie, dann geht es natürlich auch da immer um eine Pointe. Und und es klingt einfach besser, wenn man das dann mal so auf den Punkt bringt, als wenn man sagt, das ist überall gleich. Ne? Aber das war der Punkt, warum ich eben auch gesagt habe, also beim Lesen ist mir aufgefallen, die Quellen, wie das so schön heißt, die hatte er deutlich stärker im journalistischen Bereich, also bei denen, die sozusagen wussten, wie bekämpft man sich sozusagen in den Sendern und in den Medien und haben ein Stück diese Geschichten, die man sich erzählte, über die Politik auch übernommen, während es eben in dem anderen Buch von 1953 war es umgekehrt. Also insofern fand ich das ganz interessant. Das macht es aber weder weniger unterhaltsam noch weniger spannend. Aber man merkt eben, der Fokus liegt auf dem Journalisten, auf dem Siebenstädter mit all seinen persönlichen Problemen, die er hat, aber auch denen im Sender, was man ihm von ihm erwartet, was er anders machen soll, aber was sich auch in der Hörergunst verändert hat. Und daraus entsteht dann das, was einem oft begegnete in Gesprächen mit Journalistinnen und Journalisten, wie Politik gesehen wurde. Vieles richtig erahnt, aber manches eben natürlich auch ein bisschen zugespitzt und nicht ganz so zutreffend. Ja, Siebenstädter sagt ja selber, dass er in einem sterbenden Medium tätig sei und hat eigentlich immer Angst davor, dass ihn Social Media kriegt, also irgendein Shitstorm rausspülen wird aus seiner Welt. Das passiert ja erstaunlicherweise nicht, obwohl er so unglaublich viel Angriffsflächen bietet in diesen Sendungen, die er da moderiert, mit den Fragen, aber auch mit der Art, Leute vorzuführen, dass ist eigentlich für uns heutzutage kaum noch denkbar. Aber natürlich war es so eine ganze Zeit lang. Und das war irgendwie hip und das musste so sein. Da hat sich aber so viel verändert, dass es mich schon gewundert hat, dass das 2020 angesiedelt ist mit dieser Art noch, weil ich dachte, der müsste doch eigentlich schon neutralisiert worden sein. Naja, also erstens mal sozusagen die ganz große Sprachsensibilisierung ist ja noch nicht so lange, wie wir denken. Also das ist ja gerade erst mal so seit 2-3 Jahren, dass das wirklich so richtig karriereschädigend ist, wenn man irgendwie die falschen Formulierungen über die falsche Gruppe oder über die falschen Individuen benutzt. Das hat sich auch, glaube ich, durch die Pandemie noch mal beschleunigt oder verschärft, weil da natürlich der Austausch über Social Media nochmal deutlich zugenommen hat. Das heißt, irgendwie die Leute haben auch viel weniger indirekten Begegnungen miteinander operiert, sondern direkt über Kanäle, wo sie selber nicht sichtbar waren, sich gegenseitig beschimpft. Und auf der einen Seite die Aggression ist größer geworden und auf der anderen Seite die Empfindlichkeitsreaktionen auch. Und da hat sich, glaube ich, nochmal was bewegt. Und wenn ich jetzt aber diese Deutschlandfunk-Moderatoren zum Beispiel höre, dann sind da immer noch einige dabei, die ganz schön hart zur Sache gehen, morgens zwischen 5 und 8. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die jetzt alle schon weichgespült sind. Aber natürlich passen die dann in diesem und jenem Fall mutmaßlich auch auf, ob sie denn jetzt den Vertreter dieser oder jener Gruppe noch so titulieren oder irgendwie. Ne? Und aber wenn man in diesem, wie Siebenstädter das als Rhetoriker alten Schlags halt ist, in diesem
rhetorischen Furor groß geworden ist, kann einem natürlich immer mal wieder irgendwie was rausrutschen oder man benutzt plötzlich irgendeine Formulierung. Es gab für mich, war das so ein signifikantes Ding, als ich glaube Katrin Müller-Hohenstein irgendwie einen Fußballspieler fragte, ob das nicht ein innerer Reichsparteitag für ihn gewesen sei und es danach einen wahnsinnigen Aufschrei gab. Sie hätte Nazisprache verharmlost, wo mir irgendwie, wo ich plötzlich gedacht habe, ach, das war ein Nazi-Ding. Meine Mutter sprach eigentlich meine ganze Kindheit von inneren Reichsparteitagen, die irgendjemand irgendwo gehabt hatte. Und auf einmal war das hochproblematisch. Und solche Dinge, die hat man, selbst wenn man genau achtet, wie weit kann man gehen, nicht auf dem Schirm, aus welchem Sprachraum dann vielleicht plötzlich irgendeine Formulierung kommt und irgendjemand greift es auf und dann ist es plötzlich eine ganz schlimme Diskriminierung. Und wenn dem dann entsprechend viel Vorlauf, dann ist es unter Umständen auch einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und hier hat er ja eigentlich auch nur eine Sendung Zeit und die überreizt er dann ja auch hinreichend. Genau. Also ich will nur sagen, mein Eindruck, das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, welcher Sprachbilder bediene ich mich, die mich in irgendeine Bredouille bringen, weil sie faschistisch, sexistisch, was auch immer sind. Und das andere ist die Frage, wie viel ist erlaubt an Provokation gegenüber dem Gesprächspartner am Mikrofon oder am Telefon. Und da kann ich mich nicht beklagen darüber, dass man da sehr zurückhaltend gewesen wäre. Also man wird natürlich ständig gefragt mit der erkennbaren Absicht daraus, eine Nachricht zu machen. Also schon sozusagen am liebsten die Antwort schon mitzugeben. Und wenn man dann nicht die Antwort gibt, dann wird nochmal von der anderen Seite gefragt. Und das führt auch verbunden damit, was danach auch noch kommt. Das ist ja heute auch so, war 2020 ja nicht anders, dass nach dem Interview gibt der Sender im Regelfall ja noch eine Pressemitteilung raus, die dann anderen als Vorlage dient. Und da fühlt man sich dann schon hin und wieder in einer Weise interpretiert, wo man sagt, das war aber jetzt nicht so ganz das, was wir miteinander besprochen hatten, weil man merkte richtig, was sollte eigentlich rauskommen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man vorsichtig wird im eigenen Formulieren. Also ich würde gerne viel oder hätte viel häufiger gerne ganz klar gesagt, ich finde das so oder so oder so. Aber dann weiß man ganz genau, man hat schon im Kopf, was das für eine Botschaft, für eine Überschrift ist. Also wird viel von dem, was Politiker verschwurbeln, auch deshalb verschwurbelt, weil man weiß, wenn ich es gerade aussage, kommt es nicht so an, wie ich es gesagt habe. Und dieser kleine Kampf, der da immer am Telefon in den 3-4 Minuten abläuft, also ich kann nicht sagen, dass der schwächer geworden ist oder abgeebbt wäre. Mal abgesehen von diesen interessanten Dingen, ja, ich lese was und mir fällt gleich wieder was ein und ich erkenne was und das war vor 2 Jahren und ja, geht es ja auch ein bisschen um System, ne? Es geht ja um dieses Zusammenspiel zwischen Politik, Medien, Wirtschaft, Gesellschaft und schon auch, denke ich, um die Frage, ob das eigentlich noch so funktioniert und wenn ja, wie lange es noch funktioniert. Was ist denn so Ihre, wenn Sie sich da so haben reinfallen lassen, ne, in dieses Verhältnis, was meinen Sie, ist das ein gutes Verhältnis oder sollten wir das vielleicht mal verändern? Ja, ich glaube, man kann es nicht erzwungenermaßen verändern, weil es ja ein multidimensionales Geschehen zwischen unglaublich vielen Protagonisten ist, wo dann immer gleich alle möglichen Rückmeldungen von allen möglichen Seiten irgendetwas hervorrufen. Und ich würde immer denken, dieses Spiel zwischen Politik und Medien hat einfach eine wahnsinnig heikle Balance zwischen notwendiger Distanz und notwendigem Vertrauen. Also ich denke mir, wenn Sie eine Hintergrundrunde machen, müssen Sie den Leuten Dinge sagen, damit die verstehen, von denen Sie nicht möchten, dass die nachher dann so in der Zeitung stehen. Da ist eine gewisse Vertrauensbasis nötig und die ist sozusagen, wenn sie von Journalisten zu oft gebrochen wird, dieses Vertrauen, dann gibt es da keine Informationen mehr, dann verliert der eben auch seine Arbeitsgrundlage und ist irgendwann jemand, der nichts mehr weiß. Und gleichzeitig muss aber der Journalist natürlich immer aufpassen, dass er in diesem Vertrautheitsmodus, der es ermöglicht, dass er Informationen bekommt, nicht in einem Verbrüderungsmodus kommt, denn dann kann er seine Rolle als kritische Instanz nicht mehr wahrnehmen. Und in dieser Balance, die muss im Grunde mehr oder weniger jeden Tag neu ausverhandelt werden. Jede Politikergeneration verhandelt die mit den Journalisten, die mit ihnen gleichzeitig da irgendwie agieren, neu aus und wahrscheinlich auch jede Gruppe, die jetzt an die Macht kommt, wiederum mit denen, die sie kritisch begleiten. Und dann gibt es lange Partnerschaften, weiß ich so von einem Freund, der dann ganz jahrelang immer wieder mit denselben Leuten irgendwie zum Frühstück sich auch mal traf. Also das ist dann noch die intimere Variante der Hintergrundrunde.
und dann nochmal wieder und dann, ne, man wird benutzt und man benutzt und gleichzeitig braucht man die Information, um kritisch zu sein, aber wenn man falsch damit umgeht, ist es auch schwierig. Also diese Balance lässt sich im Grunde nicht systematisch verbessern, sondern das muss immer neu ausverhandelt werden. Das andere Problem ist natürlich, glaube ich schon, und das ist eins, was noch weitergeht, dass man schon mehr und mehr ein bisschen den Eindruck hat, was dann auch so eine Alternativmedien so populär macht, dass, sagen wir mal, zwischen einem linken AfDler und einem rechten Linken im Prinzip doch, außer in Detailfragen, was die großen gesellschaftlichen Linien anlangt, nicht mehr so richtig viel Diskussion stattfindet. Also wenn ich jetzt mir angucke, wie die aktuelle Situation ist, wie uns der Krieg irgendwie zeigt, wie Spekulationen im ökonomischen Bereich dazu führen, dass plötzlich Gaspreise, Strompreise, Rohstoffpreise explodieren, was natürlich sich viel leichter hätte regeln lassen, wenn wir bei den Lösungen der 70er Jahre geblieben wären, zu sagen, die kritische Infrastruktur ist im Staatsbesitz. Und ich würde auch sagen, als alter Linker, es ist eigentlich sinnvoll, dass sie im Staatsbesitz ist, denn mit dem, was die Leute zum Leben dringend brauchen, muss sich niemand bereichern. Da muss nicht irgendein schwedischer Konzern kommen und irgendwie seine Aktionäre reich machen. Aber das ist eine Position, die Willy Brandt sicher noch vertreten hätte, die ich weder von der SPD noch von der normalen Linken heute mal öffentlich breit gesagt bekomme, obwohl ich glaube, dass, wenn man das vernünftig argumentieren würde, gerade angesichts dessen, was im Moment zum Beispiel mit den Energiepreisen betrifft, wo vielleicht viele Leute denken, vielleicht müssten wir doch mal darüber nachdenken, ob wir in solchen grundlegenden gesellschaftspolitischen, ökonomischen Fragen die Diskussion nicht nochmal wieder breiter machen, als um die Frage, ob wir den Deckel jetzt so machen oder ob wir jetzt hier 300 Euro bezahlen. Wenn ich mir die Gesundheitsgeschichten angucke, dass auch eine SPD-Regierung nicht in der Lage ist, den eklatanten Bruch, ich kriege das mit, habe es immer mitgekriegt, meine Eltern sind privat krankenversichert, ich bin Kasse, wenn ich versuche, einen Hautarzttermin zu kriegen, bin ich an Hautkrebs gestorben, bis ich auch nur einen Screening-Termin bekommen habe. Das ist einfach so. Das wird aber nicht wirklich groß debattiert und gesagt, da müssen wir jetzt nochmal ganz neu ansetzen. Und dadurch, dass es so ein, naja, doch sehr wirtschaftsnaher, internationalisierter Konsens in vielen relevanten, auch doch immer noch zu bestreitenden Fragen gibt, kommt es auch zu einem beträchtlichen Teil zu dem, was wir jetzt Politikverdrossenheit nennen oder dass die Leute sich dann in einem bestimmten Segment zumindest abwenden und denken, es interessiert mich doch nicht. Also das habe ich aus dem Buch alles nicht rausgelesen, ehrlich gesagt, aber das war ein Exkurs. Das war jetzt ein Exkurs auf die Frage, ob das so gut läuft. Man könnte jetzt eine kleine Klammer bilden, weil eine ganz wichtige Figur ist ja, wie hieß der nochmal, Professor Bernburger, ja. Ne, der leicht erkennbar Karl Lauterbach ist. Und da muss ich jetzt an dieser Stelle natürlich zur Ehrenrettung sagen, obwohl es gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Aber Karl ist als derjenige, der für die Bürgerversicherung war, der oder ist und der immer gesagt hat, wir müssen von dieser Zweiklassenmedizin wegkommen, nur wirklich jemand, mit dem kann man sich kritisch auseinandersetzen, aber er ist ein absoluter Überzeugungstäter und steht auch dazu. Aber dann muss man auch sehen und dann kommen wir wieder sozusagen in die Schwerkraft dieses Buches, wie dann die verschiedensten Seiten versuchen, auch Leute zu demontieren, wenn sie eine gerade Linie haben, um dann zu sagen und dann immer eine Situation, eine Erzählung zu schaffen, in der diese berühmte breite Mitte sich gefährdet fühlt. Ne, ich kann eine Erbschaftssteuer für Menschen haben wollen, die über 26 Millionen pro Erben erben und die schaffen es, daraus eine Angst zu machen. Absolut. Für Oma. Weil die denkt, jetzt unterliege ich dieser Erbschaftssteuer. So, und dasselbe ist, ne, wenn ich eine Bürgerversicherung mache, wo ich plötzlich dieses Privat- und Kasse aufhebe, dann haben wir auf einmal alle Sorgen, jetzt werden wir alle nicht mehr behandelt, jetzt sterben wir alle vor dem Screening. Und diese Frage, welche Rolle da öffentliche oder Beeinflussung der öffentlichen Meinung eine Rolle spielt, kommt ganz zum Schluss in dem Buch auch, weil nämlich ja dann eine ganz bestimmte Partei mit sehr liberalen Ansichten, dass das alles der Markt regelt, ihn zum Pressesprecher machen möchte. Ich will jetzt nicht das Ende des Buches verraten, das soll ja auch noch gelesen werden, aber da kommt zum ersten Mal raus, dass jemand benutzt werden soll, der sich einen Namen gemacht hat bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und es wird sogar ganz klar gesagt, weil sie die Menschen überzeugen können, sozusagen von dem, was wir wollen,
ich kann es auch übersetzen, wir wollen eher was für die Besserverdienenden, aber Sie können es am besten so darstellen, dass alle meinen, es wäre für die breite Masse. Genau. Und das ist im Punkt wieder dann, da sind wir wieder im Buch. Stimmt. Und aber an unserer Diskussion oder an Ihrer vor allen Dingen merkt man ja, man kann ganz viel drüber reden und man kann ganz viel Wolken machen. Durch das Buch, Gedanken werden frei sozusagen und man macht sich wieder Gedanken und man fängt an zu überlegen, wo ist hier Fake und wo ist hier Wahrheit und wo ist meine Wahrheit und wo will ich eigentlich hin und diese Gesellschaft, da muss man halt mal ein bisschen hingucken. Also ich finde es schnell, spannend, toll, auch ekelhaft, so ein bisschen, ne? Aber lesenswert. Und wir haben es hier, falls Sie gleich damit nach Hause gehen möchten und sagen, na, ich will auch die nächste Station in der S-Bahn verpassen, dann wäre das jetzt eine Möglichkeit, hier zuzugreifen. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank bei Ihnen beiden, es war sehr schön. Danke.